Hey yo, mein Name ist Urstdertyp und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Urst Filmkiste. Self-Eye-Five! Heute geht es um Sam Raimis Darkman. Viele Leute fragen mich, Urst, warum synchronisierst du dich eigentlich selbst? Und danach stellen sie fest, was ich von blöden Fragen halte. In Sam Raimis Darkman, gespielt von Liam Neeson, geht es um den Darkman. Es handelt sich um einen Comicfilm ohne sowas wie eine Comicvorlage, weil Sam Raimi die Scheiße selber erfunden hat. Komischerweise haben viele Leute, darunter auch Sam Raimi-Fans, den Film überhaupt nicht auf dem Schirm. Was möglicherweise daran liegt, dass der Film bis vor kurzem auf dem deutschen Index stand. Demzufolge war es natürlich genauso schwierig, den Film in einem gut sortierten DVD-Regal zu finden, wie herauszubekommen, welche Schnittfassung von Dawn of the Dead die richtige ist. War die 12. Doch was ist nun mit Darkman? Ganz einfach, wer Superheldenfilme mag und Sam Raimi's Evil Dead, so haben wir auf Darkness 1 und 2. Also Evil Dead 2 und 3. Der Army of Darkness heißt, der wird verdammt nochmal diesen Film lieben. Hab ich mich da klar ausgedrückt. Sam Raimi kombiniert auf verdammt gute Art und Weise seinen visuellen Exzess und seine pragmatische Art, Filme zu drehen. Und bringt einen Superheldenfilm raus, der geiler ist als diese ganze Marvel-Scheiße. Ich könnte vor Freude diese Birne essen. Und Gott weiß, ich hasse Birnen. Daumen hoch! Tschüss! Gehirn! Fische! Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch! Und weg!